Ja, hallo, ein kurzes Video zur Tesla 369 Methode. Warum wir die nämlich nicht testen, beziehungsweise die nicht aufgenommen wurde in unserer Serie. Martin, kannst du mal ganz schnell die 369 Methode für unsere Zuschauer erklären? Ja, herzlich willkommen erstmal. Danke, Susanna, für die Idee, dass wir zu dieser super Methode was zu sagen. Für viele mag sie bekannt sein, für viele mag sie auch klappen. Für mich hat sie sich nicht bewahrheitet. Es geht darum, dass man seine drei Ziele aus den verschiedensten Bereichen, die man sich gesteckt hat, sechsmal am Tag jeweils 9 Sekunden lang aufschreibt, ausmalt, vorstellt. Und ja, für mich, wie gesagt, war das nicht vielversprechend, weil es mit Stress verbunden war. Und ich glaube, so ging es dir auch, Susanne, oder? Ja, also für mich war das gleich ein No-Go, weil eben diese Methode weder auf das Gefühl abzielt, also nicht auf die Energie, eben wie du richtig sagst, ganz im Gegenteil, sie kann dir sogar noch Stress erzeugen, vor allem wenn du es einmal vergisst oder wenn du gerade mitten in etwas anderem drinnen bist und du kannst es nicht ausführen. Das Zweite war auch, sie ist für mich nicht wirklich gutes, gezieltes Mentaltraining. Also ich vermisse da die Vision, die Ziele, die Gefühle, die Komponenten, von denen wir wissen, dass es darauf ankommt und die es eigentlich gilt, gezielt zu steuern. Und hast du, wie du das getestet hast, Martin, auch irgendwelche positiven Effekte gemerkt bei dieser Methode? Eigentlich gar nicht, nein. Also ich hab mir mein Handy so einprogrammiert, dass ich sechsmal am Tag einen Alarm bekommen habe und dann auf Knopfdruck jeweils dann in Verbindung zu gehen mit meinen Zielen, die dann mir auszumalen und wie wir schon gesagt haben, diese Emotionen herzustellen. Und wenn die Emotionen ja nicht da sind, wenn keine Gefühle habe, dann kann ich auch nicht manifestieren. Also war das eigentlich mehr so ein Druck, den ich mir gemacht habe, sechsmal am Tag, so alle 2 bis 3 Stunden, dann wirklich mich rauszureißen aus meinem Fluss, aus meiner Arbeit, aus dem, was ich gerade mache, und dann zu manifestieren, weil es sonst nicht klappt. Nein, das hat es nicht. Also, ich habe ein bisschen recherchiert. Diese Methode stammt natürlich nicht von Nikola Tesla, dem berühmten Erfinder, sondern von einer Astrologin, die einfach sein Leben recherchiert hat. Denn Nikola Tesla war dafür bekannt, dass er sich zuerst in Gedanken alle seine technischen Erfindungen schon fast bis ins Detail ausgemalt hat, bevor er sie umgesetzt hat. Und das war sicher ein sehr starker Wesenszug an ihm. Er war auch sicher hochintelligent, dass er so eine starke Vorstellungskraft, was das Technische angeht, besaß. Allerdings hätte er uns wahrscheinlich nicht geraten, eine so stressige Methode anzuwenden, denn er war eher der Typ, der viel gelegen ist, viel gesessen ist und dabei viel geträumt hat, also sehr seine Fantasie benutzt hat. Das war auch der Grund, warum ich gesagt habe, auch wenn diese Methode im Internet kursiert und scheinbar bei vielen beliebt ist, halte ich das für einen Hype, einfach weil der Name Tesla sehr populär ist. Ja, sehr spannend zu wissen und zu erfahren auch, wie es jedem Einzelnen dabei geht, weil ich glaube, das ist sehr subjektiv. Wenn jemand seinen Tag wirklich organisiert und durchplant und genau stündlich weiß, was zu tun ist und dann sich sagt, okay, zu den Zeitpunkten habe ich die Möglichkeit, mich da rein zu versetzen, dann ist es natürlich möglich und vielleicht passiert dann auch was und fühlt sich gut an. Ja, Aber für mich, ich also bin halt recht flexibel in meiner Zeiteinteilung, daher passt es. ja, würde mich freuen, wenn du jetzt einen positiven Resultat mit dieser Methode erzielt hast und sagst, nein, die funktioniert doch. Bitte schreib uns, vielleicht nehmen wir sie dann doch noch auf. Aber im Augenblick glaube ich eher nicht. Denn es gibt so wahnsinnig viele tolle, spannende Techniken von wirklich großartigen spirituellen Lehrern und auch Finanzexperten. Und unsere Liste ist sehr lang. Ich glaube, wir haben noch 10 vor uns und ich freue mich auf jeden Fall. Ich freue mich auch. Auf jeden Fall sollte das angesprochen werden, dadurch, dass es so großartig ist und das Feld ist riesig. Da kommt noch einiges auf uns zu und auf dich, auf euch, auf uns. Richtig. Freue mich. Man darf gespannt sein. So ist es. Okay, Ja, also danke. bis zum nächsten Mal und abonniere gerne unseren Kanal, wenn du keine Serien verpassen willst von unseren Manifestationstechniken-Tests. Oder gib uns ein Gefällt mir oder schreib uns einen Kommentar, egal wie. Wir freuen uns auf dich. Danke fürs Zuschauen.